herzlich willkommen bei TV Total. Und hier ist hier das Thema. TV-Skandal, über den TV-Skandal um das geklaute Fitness-Wellness-Video von Iris Berben. Sie erinnern sich, das sehen Sie heute hier. Dann haben wir Neues für alle Glücksrad-Fans, dann eine fantastische Nominierung und dann haben wir eine Frau, ja, der Name klingt wie ein karibischer Cocktail. Ja? Sie kommt aus Hawaii. Ja, da hinten sehen Sie schon eine wunderbare Frau, sehr erfolgreich bei ProSieben mit der Serie Relic Hunter. Unter anderem auch eine sehr gute Kickboxerin. Und heute kann ich mir noch ein paar Tipps holen, ja, für meinen Kampf gegen Regina Halbig. Heute bei uns zu Gast, meine Damen und Herren, Tia Korea. Heute bei uns, Tia Korea. Ja. Und dann noch Tia Korea. Tia Korea, meine Damen und Herren. Und dann noch, ja, wie soll ich sagen? Er ist der deutsche Mick Jagger, ja? Mr. Sexy Sex Machine, ja? Deutschlands heißester und erotischster Comedian. Heute bei uns zu Gast Martin Schneider, meine Damen und Herren. Martin Schneider! Ja. Und Sie! Ja. Und sie ist die heißeste Frau bei RTL, meine Damen und Herren. Katja Burkhardt, Sie kennen Punkt 12, ja? Und sie erfindet eine tolle neue Zahl bei Punkt 12. Passen Sie mal auf hier. Angerufen haben uns in der kurzen Zeit übrigens 30.641.000 Zuschauer. Das sind sehr viele. Ja, das sind sehr viele. 30, meine Damen und Herren, 30, ja, die, bei RTL, die haben immer mehr, ja? Immer mehr bei RTL, ja? Reicht nicht, wenn sie Marktführer sind, immer mehr. 30.000, wollen Sie die Zahl mal sehen, hier geschrieben? Passen wir auf. 30.641.000 Leute haben bei denen angerufen. Sensationelle Zahl, oder? Für morgens um 12. Ja. Wie geht das wohl, wenn Katja Burkhardt in ein Restaurant kommt und der Kellner sagt, sagen Sie mal, sagen Sie mal, sagen Sie mal, Sie kenne ich doch aus dem Fernsehen? Und dann sagt sie, ja, ich bin eine Moderatorin von 10-2. Ja, dann sagt der Kellner, macht dann 28 Mark. Hier haben Sie 28.500, stimmt so. Ja. Man sagt, eins Frühstücksfernsehen habe ich auch was Tolles entdeckt. Und zwar ist da der Kollege Lou Richter für die Sportnachrichten zuständig. Und Lou Richter begrüßt des Morgens seine Zuschauer, ja, etwas überrascht fast, möchte ich sagen. Weiter geht's mit dem Sport und Lou Richter. Morgen, der 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Kleine Lücke, ne? Wollen Sie noch mal sehen? Sehr schön. Wenn man das... Achtung, noch mal. Lou Richter, bitte. Weiter geht's mit dem Sport und Lou Richter. Morgen. Ja. Morgen, ja, meine Damen und Herren, das ist die gute, alte, ja, Sie wissen das, Sie kennen das, wenn Sie unsere Sendung gesehen haben, das ist die gute Heiner Bremer Journalistenschule. Ne? Nervenkitzel. Im Hang. Ja, im Prinzip. Man kann es auch ganz sein lassen, oder?
Kennen Sie RTL Familienduell? Meine neue Lieblingssendung seit gestern. Im RTL Familien wissen Sie, wo man diese lustigen Choreografien machen muss. Und dann immer nach vorne laufen. Sollten wir hier mit unseren Gästen auch demnächst machen, oder? Eine Choreografie verlangen, dass sie oben mal ein bisschen so machen und dann runterkommen und laufen kommen. So. So, und da habe ich wieder was Tolles gesehen. Und zwar, passen Sie bitte auf die Frage auf und natürlich auch auf die Antwort. Ihr solltet jetzt in dieser Runde die 5 häufigsten Antworten finden. Wir haben 100 Leute gefragt, nennen Sie etwas, das typisch ist für Russland. Der Whisky. In Russland, der Whisky. Tja, nee. Der Whisky, meine Damen und Herren. Ja? Außer für seinen tollen Whisky ist Russland übrigens noch bekannt für sein fantastisches Baguette, das dufte Sushi und tolle Pizza. Ja? Ja. Wenn die Frage gelautet hätte, nennen Sie mir etwas, was typisch ist für Werner Schulze-Erdl, hier wäre Whisky richtig gewesen. Ja? Gut. Meine Damen und Herren. Dann habe ich was gesehen auf Kabel 1, Geh aufs Ganze. Ja? Da hat eine junge Frau zwar den Zonk bekommen, durfte aber 1000 Mark aus dem Spiel vorher behalten. Und darüber hat sie sich so gefreut, dass sie auf ihrem Weg zurück zu ihrem Sitzplatz Spirenzchen gemacht hat. Und schauen Sie, was dann passiert ist. Bitte. Achim. Ja. Glücklicherweise hat sie die 1000 Mark, ne? Kann sie sich, ja, kann sie sich direkt 2 neue Kniescheiben kaufen. So. Ich gehe mal rüber, meine Damen und Herren. Hier hinten sehen Sie wieder unser Boxplakat. Ich lege es Ihnen ans Herz. Es ist kein Spaß. Schluss mit lustig. So ist das Motto. Mein Kampf nächste Woche. Mein Kampf. Entschuldigung, bin ich falsch. Entschuldigung. Nee. Lass mich doch mal ausreden, mein Kampf gegen Regina Halmich natürlich. So. Diggi, Anita, Kaffee fertig. So. Ah. Ja. Nur noch 8 Tage, glaube ich, heute noch. Oder nur noch 7, nur noch 8 Tage. Und ich werde gleich ein bisschen trainieren mit Tia Career. Und was wollte ich noch? Ach so, wir haben aber noch eine schöne Interviewsequenz von Iris Berben gefunden, die mir persönlich sehr, sehr gut gefallen hat. Schauen Sie bitte. Selbst Schwule würden für Sie das Ufer wechseln. Wenn Sie wüssten, wie viel Schwule ich schon retten wollte. Geil, oder? Wenn Leute, ja, er hat sich irgendwann gedacht, ich will jetzt mal die nächste Zeit ganz natürlich würden. Ja? Ja, meine Damen und Herren. Und wir haben einen neuen Gast auf unserem Straffelsen, meine Damen und Herren. Ja? Auf dem. Genau. Auf unserem Straffelsen einen neuen. Sie wissen, bisher war Olli Kahn oben auf dem Straffelsen. Und auf dem Felsen sind ja nur Leute, die es verdient haben, bestraft zu werden. Sie wissen das. Und was glauben Sie, wer ist auf unserem Straffelsen? Es ist schwer zu erraten heute, oder? Könnte es vielleicht jemand sein, der einfach meine Wellness-Videos kopiert? Ja, meine Damen und Herren, auf unserem Straffelsen. Dafür brauchen wir bitte auch noch mal einen kleinen Tusch. Achtung, und bitte jetzt, Iris Berben! Ja. Ja, Moment. Aber jetzt kommt da noch die Strafe. Achtung, und los geht's. So. Was macht die denn da? Wie sieht denn das aus? Die Iris. Kannst du da ein bisschen. Warte, ich muss den Lass noch mal runterfahren. Dann bitte mal näher mit der Kamera drauf. So. Also pass mal, fahr mal mit der Kamera da näher drauf. Oh, guck mal. Nein, 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 nein. Es ist ja nichts passiert. Wir holen sie rechtzeitig unten aus dem Wasser wieder. Okay, die Frisur ist ein bisschen durch den Wind, das gebe ich zu. Ja. Meine Damen und Herren, wir kommen zu unserer ersten Nominierung für den heutigen Abend. Und das ist eine junge Frau, die haben wir entdeckt bei SWR
Menschenskinder. Und Sie kennen das Klischee vom Modedesigner. Ja? Die sind entweder, ja, ich habe da eine neue Hose gemacht, die geht bis hier und dann habe ich ganz tolle Farben genommen und dann gibt es die mit den Zöpfen. Ja, also ich weiß nicht, ja? Und diese Frau ist eben nicht so wie die Klischees in unseren Köpfen von einem Modedesigner, sondern sie ist anders. Und das qualifiziert sie ganz besonders. Schauen Sie sich bitte das hier an. Man fragt sich immer, woher wissen die Modedesigner, was im nächsten Jahr so in ist? Lizzi Fritzenschaft aus Stuttgart ist heute bei uns zu Gast und die wird uns das jetzt verraten im Gespräch mit Thomas Klinghammer. Ich greife die Frage von der Christiane mal auf. Woher weißt du, was die Frauen im nächsten Jahr anziehen wollen? Weißt du, ich denke einfach drüber nach, was ich anziehen würde. Und ich richte mich auch nicht nach irgendeinem bestimmten Trend. Und es kommt auch so von alleine. Ich mache es ja 20 Jahre. Mhm. Und am Anfang hat man sich vielleicht da mehr angestrengt und dachte, was könnte denn recht oder nicht recht sein? Das mache ich schon lange nicht mehr. Ich entwickle das aus dem Vorhergehenden, dass eigentlich immer alles zusammenpasst. Man muss ja das vom letzten Jahr nicht weglegen deswegen. Nee. Aber speziell für 2001 fand ich, dass die Farbe irgendwie auf dem Höhepunkt angekommen ist. Und deswegen ist das jetzt mein Rohthema. Mhm. Ja, ich bin auch der Meinung, die Farbe ist am Höhepunkt angekommen, meine Damen und Herren. Alles klar. Und deswegen haben wir sie nominiert für den Rat der Woche. Nominiert für ihre fantastischen Kreationen und für ihr Interview im SWR. Lizzi Fritzenschaft. Herzlich willkommen bei uns, Lizzi Fritzenschaft. Natürlich! Ja. Lizzi, meine Damen und Herren! So, Lizzi, nehmen Sie Platz. Hier soll ich sitzen, ja. Natürlich sind wir per Du. Haben wir uns eben angeboten. Lizzi, du, Lizzi. Ja. Da ist ja eine Nadel hier drin, oder? Ja, ist nicht fertig einer geworden hier? Vieles wird nicht fertig. Ja. Und diese Strickkrawatten sind jetzt ganz schwer im Kommen wieder? Ja, die habe ich zwar schon 10 Jahre. Ja, aber ist wieder neu aufgelegt. Man muss das ja nicht wegschmeißen, was man nicht. Hast du gerade gehört? Ja, das habe ich eben gehört und das finde ich einen wirklich sehr wichtigen Satz. Ja, brauchst deine Hose auch nicht wegwerfen. Nein, natürlich nicht. Kannst nicht. Ja, guck mal. Die geht, glaube ich, gar nicht mehr aus. Ich habe dir was mitgebracht. Wofür ist das? Für meinen Boxkampf oder was? Nee, das jetzt nicht. Ach so. Ich dachte, was kannst du brauchen? Vielleicht eine kugelsichere Weste. Ja, so, das ist für mich. Ja. Soll ich mal anziehen? Ja. Sehr gut. Das haben Sie entworfen jetzt. Ja. Ist das von der Stahl drin in dem Stoff? Da ist Stahl drin. Ja, deswegen eine kugelsichere Weste. Ach so. Das heißt, die rostet, wenn ich dann. Ja, die rostet. Wenn man schwitzt, rostet sie. Ja. Du entsprichst, Lizzi, sage ich jetzt. Du entsprichst überhaupt nicht dem Klischee, was man so von Modedesignern. Also geschmacklich schon, vielleicht von der Art nicht. Von deiner persönlichen Frisur auch. Oh, warum? Zu, ja. Ne? Geht schnell. Sieht da geil aus. Da würde ich gerade fragen, wie stellst du dir eigentlich einen Modedesigner vor? Moment mal gerade. Wenn ich das so anhab und mich so sehe, fällt mir was ein. Ein Jäger aus Kupfalz, der reitet durch den grünen Wald und schießt das Wild daher. Gerade wie es ihm gefällt. Sehr gut. Ja, was war deine Frage, Lizzi? Meine Frage war, wie stellst du dir eigentlich einen Modedesigner vor, wenn du sagst, ich entspreche dem nicht? Man kennt die doch, also die jedenfalls, die so von den Medien gefeatured werden, das sind so die Jobs, die sagen, ach, aber ein wunderschönes Teil, ist komplett aus Stahl, ist eine kugelsichere Weste. Ja. Und dann gibt es Lagerfeld, und dann gibt's mich. Dann gibt's noch irgendwie, ja, sie gibt es, dich gibt es, Entschuldigung. Ja. Lernst du schon noch. Ja, lerne ich schon noch. Und dann gibt's natürlich Mooshammer. Ja. Der ist auch süß. Der ist süß, der Mooshammer, ja, finde ich auch. haben Sie denn, hast du denn, ach, du, Lizzi, hast du denn einen Vorschlag, was ich nächste Woche bei meinem Kampf tragen kann? Moment mal. Ja. Ich habe eine Skizze gemacht, die mein Sohn gleich kritisiert hat. Wie? Wer hat die kritisiert? Der sagte, es wäre eher für einen Taucher.
Aber ich dachte. Das ist ernsthaft, das soll ich beim nächste Woche beim Bosskampf tragen. Ja, habt ihr eine Kamera hier für mich? Da, wo ich es reinzeige? In die? In die, okay. Schauen Sie mal hier. Das ist ja aber mehr hier irgendwie Ninja-Turtle oder so. Ja, das hat der Philipp auch gesagt, ja. Wer ist Philipp? Mein Sohn, der sitzt hier irgendwo. Ach so, hier. Der ist ein toller Fan. Danke. Bitte. Ja. Ich dachte mir, wenn man Boxen nicht kann, dann wäre es besser, man ist oben ganz angezogen und guckt nur noch die Augen raus. Nee, Lizzie, ich bin jetzt sauer. Nein, nein. Wollen wir das bis nachher weitermachen? Ich sag jetzt wieder Sie zu Ihnen, Lizzie. Was heißt, wenn man Boxen nicht kann? Was ist das hier? Wenn man das nicht von Beruf. Die boxt dich doch nieder. Und dann dachte ich, wegen der blauen Flecke, so ein Moldobren-Anzug. Ja. Schützt doch schon etwas. Gut. Eine Hose habe ich da auch mitgebracht. Ach so, die für den Boxkampf? Ja. Da ist auch Stahl drin. Das ist sehr gut. Bei der Hose ist wichtig. Ja, und für die Taschen hatte ich keine Zeit mehr. Die habe ich da jetzt gerade eben drauf gemalt. Ach so, hier auch noch Reflektoren an den Seiten. Sehr ja, gut. Ja, ja. Das ist etwas gut, wenn man mal im Dunkeln Glanz hier. Ja. Und die Taschen habe ich dir aufgemalt, weil man hat doch immer da so ein Babbedeckelgebiss und die könntest du dann da rein. Babbedeckelgebiss? Ja. Ich habe von Natur aus schon Babbedeckelgebiss. Das wollte ich schon immer fragen. Ist das echt? Bitte was? Das wollte ich schon immer fragen. Ist das echt? Ja. Schön. Fritzi, Lizzi, ich werde langsam sauer hier. Zieh sie doch mal an. Nix. Wir werden keine Freunde, Lizzi. Ach doch, glaube ich schon. Ja, komm, zieh sie mal an. Wenn die anderen Designer, sagen wir mal, in. Profi. Ja, was ich auch dufte finde bei der Hose, die verändert den Typ, oder? Da werden viele, ja, wenn ich die Hose anfange, werden viele Leute kommen und fragen. Zum Vorteil oder Nachteil? Ich weiß ja nicht. Telefon, hallo? Ja, okay. Ja, Lizzi, ich habe gerade gehört, du musst gehen. Wohin denn? Was? Oder kann Lizzi noch was sitzen bleiben? Nein, Lizzi, 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 wir haben keine Zeit. Wir müssen Werbung machen, ja? Ja. Aber vielen Dank für die tollen Kreationen. Bitte? Und weiterhin viel Glück. Und wir werden ja sehen. Vielleicht sehen wir uns nächste Woche wieder. Ich guck beim Boxkampf zu. Ich halte die Daumen. Für wen? Für dich? Dann hat sie aber eben anders angehört, Lizzi. Nee, ich dachte nur, wenn du kein Profi bist und mit einem Profi boxt. So. Oh Gott. Guck mal, ich werde ganz kleinlaut. Ja. Aber wo soll ich denn hingehen? Meine Damen und Herren, Lizzi Fritzschamp bei TV Total. Oh. So, meine Damen und Herren, jetzt haben wir was. Jetzt haben wir was für alle Glücksrad-Fans. Jetzt wird's spannend. Es ist sehr kompliziert, auch für mich. Und zwar, ich habe hier, das ist die große Glücksrad-Regelkunde. Ja? Ich muss mir dieses Buch dazu nehmen, weil ich bis gestern die Regeln im Glücksrad auch noch nicht kannte. Ja? Wer kennt hier die Regeln vom Glücksrad? Wer kennt die Regeln vom Glücksrad nicht? Ja. Also, das Wichtigste, was Sie wissen müssen, wenn Sie beim Glücksrad mitmachen, ja, Sie müssen Konsonanten und Vokale unterscheiden können. Ja? Konsonanten und Vokale. So, jetzt zeige ich Ihnen mal eine junge Frau. Das hier ist die Irmgard. So, die Irmgard hat da mitgemacht. Und zwar sind wir gerade in der Schnellraterunde. Und Irmgard soll doch bitte einen Konsonanten nennen, der im Lösungswort vorkommt. Einen Konsonanten, der im Lösungswort vorkommt. Passen Sie bitte auf. Hier, Irmgard, das ist sie in der Mitte übrigens. Passen Sie auf. Sabine. Ich bekomme ein N wie Nordpol. Das A wie Anton. Damit warten wir. Wir fangen an mit Konsonanten, also mit den Mitlauten. So, er erklärt es auch noch mal. Ein A wie Anton ist ein Vokal. Ja? A wie Anton ist ein Vokal. Und Herr Meissner erklärt das auch noch mal. Ja? Wir fangen an mit Konsonanten. Also nicht A, sondern zum Beispiel M, N, S, T, R.
Ja? So. Und jetzt denkt sich irgendwann, ah, oh, okay, habe ich verstanden. Konsonanten, jetzt habe ich einen. Pass nur mal auf hier. Wir fangen an mit Konsonanten, also mit den Mitlauten. Mhm. Ist Emil. Ja? Ist Emil. Nein, Irmgard! Irmgard! Ja? Konsonanten! E ist ein Vokal. Weißt du denn nicht, Irmgard, was ein Vokal ist? Ja? Vokal! Ja? Wir kennen alle den DFB-Vokal, ja? Den UEFA-Vokal, ja? Oder den Vokal der Vokalsieger, ja? So, und wir wissen alle, der Vokal hat seine eigenen Gesetze, wenn Sie Fußballfans sind. Und Irmgard, damit das nicht noch mal vorkommt, ja, haben wir hier für dich noch mal alle Vokale. Meine Damen und Herren, hier sind unsere Vokale. Gut. So weit, so gut. Ja. Hier sind also nochmal für Irmgard alle Vokale. A, E, I, O, U. Das sind was? Vokale. Ja. Das sind also Vokale. Okay? Und jetzt ist Irmgard, nachdem Frederik Meissner nochmal darauf hingewiesen hat, dass es sich jetzt um Konsonanten handelt, also nicht um Vokale, nämlich A, E, I, O, U. Ja? Also, Irmgard, jetzt bitte einen Konsonanten. Achtung. O wie Otto? Wir haben noch Konsonanten, Irmgard. Willen Irmgard! Irmgard! Falls du uns zuschaust, ja? Jetzt wird es ja langsam auch immer einfacher, weil sie hat ja schon 3 von 5 Vokalen aufgezählt. Ja? Noch 2, dann kann sie ja nur noch Konsonanten sagen. So, nochmal. Ihr seid alle Vokale. Du bist das? A. Du? I. I. O. U. Genau. Und ihr seid was? Vokale. Genau. Viele von Ihnen denken, ach, das sind nette junge Frauen. Nein, das sind Vokale, meine Damen und Herren. Ja? So. Also, jetzt Irmgard, nachdem Frederik Meissner noch mal darauf hingewiesen hat, Irmgard, es handelt sich um Konsonanten. Du musst mir einen Konsonanten sagen, einen Konsonanten, einen Konsonanten, einen Konsonanten. Bitte keinen Vokal. A, E, I, O, U. Nicht! Ja? Irmgard, noch ein Versuch, bitte. Ist I wie Ida? Irmgard! Irmgard! Irmgard. Wenn Sie eine Eselsbrücke wollen, ja, was Vokale sind, es gibt ein Wort, in dem sind alle Vokale in der richtigen Reihenfolge vorhanden. Kennt's einer? Magermilchjoghurt. Ja? Sehen Sie? Da unten sehen Sie es. A, Milchjoghurt. Ja? A, E, I, O, U. So, das sind unsere Vokale. Dann gibt es noch die Umlaute. Ja? Ü, Ö, Ö. Ja? Ü, Ö, Ä. Ei zählt man noch dazu, oder? Ja, Ei und dann gibt es noch hier. Was? Wer bist du denn? Ja. So, und jetzt aber, meine Damen und Herren, das war jetzt die Schnellraterunde. Ja? Jetzt kommen wir zum normalen Glücksradspiel. Ja? Und zwar gibt es da einen Kandidaten, der heißt Günther. Schauen Sie hier. Das ist Günther. Und wenn Sie Günther sehen, ja, dann wissen Sie direkt, das ist der Konsonantenman. Ja? Ja? Denn jetzt, ja, geht es darum, für Günther, ja, Konsonanten und Vokale zu unterscheiden, wie eben auch. Ja? Und Sie wissen, jetzt ist beim Glücksrad ein bisschen kompliziert. Ja? Vokale kann man nur kaufen. Ja? Wenn man Konsonanten will, dann muss man dieses Rad drehen und in Kauf nehmen unter Umständen, dass man bankrott geht. Also, bei Konsonanten Rad drehen, ja? Vokale kaufen. So, und jetzt kommt Günther. Schauen Sie sich bitte an, was Günther will. Ich kaufe ein S wie Siegfried. S. Was? Wie Siegfried. Da musst du drehen, aber wenn du einen Vokal haben willst, dann sagst du ja, dann sage ich ein S wie Siegfried. Dann müsstest du drehen. Mach ich doch. Das machst du. Ja.
Denn ein Vokal kostet 300, da brauchst du das Rad okay. nicht drin. Aber jetzt sagen wir für 300 den besagten Konsonanten. Genau, S wie Siegfried. S wie Siegfried. Puh, da hat er aber noch mal Glück gehabt, da hat er noch mal schnell gedreht. Ja? Erst wollte er eigentlich den Vokal haben. Ne? Und jetzt aber, meine Damen und Herren, ja, Sie wissen, wenn man einen Konsonanten haben will, muss man drehen. Wenn man einen Vokal haben will, den kann man kaufen. So, und jetzt passen Sie auf, was Günther jetzt macht. Und jetzt? Ich kaufe ein B. Günther, ja? Vokale, ja, kann man kaufen. Konsonanten nicht. B ist? Ja. Ja. B. B ist ein Konsonant. War doch richtig. War doch richtig, meine Damen und Herren. Kurz nochmal nachdenken. B ist ein Konsonant. Also nicht ihr, weil ihr seid ja Vokale. So. So, meine Damen und Herren, und auch hier erklärt ihm Frederik Meissner nochmal, ja, wenn du Konsonanten willst, musst du drehen, ja, wenn du Vokale willst, musst du kaufen. So, also, was macht Günther jetzt? Günther, möchtest du einen Vokal kaufen? Einen Vokal kaufen. Möchtest du das? Ja. Ja, der kostet 300 D-Mark. Okay. Ja? Dann kaufe ich ein B. Günther! Ja? Vokale sind A, E, I, O, U. Ihr seid was? Vokale, genau. Und Konsonanten, Günther. Ja, ich will sie jetzt nicht alle auf. Soll ich sie alle aufzählen, alle Konsonanten? Ja, damit Günther, lieber Günther, wenn du uns jetzt. Ja, der Günther hat wahrscheinlich gedacht, Konsonanten, das sind die Männchen in den lustigen Anzügen, die immer zum Mond fliegen. Das sind Kosmonauten, ja? Konsonanten, meine Damen und Herren, sind das hier. Wir haben hier nochmal alle Konsonanten für Sie. Herzlich willkommen, unsere Konsonanten. Wir waren heute Mittag selber überrascht, dass es so viele Konsonanten gibt, oder? Hätten Sie das gedacht? Ich versuche hier die ganze Zeit in die Tasche, aber ist ja gar keine dran. Ja, dass es so viele Konsonanten gibt. Ja, wunderschön. Hier, wo fängt's an? B, C, D. Ja, ich habe jetzt das A vermisst, aber das A, meine Damen und Herren, wissen wir ja, haben wir gelernt, sind ja? Vokale. Genau. So, also hier, B, C, D, F, G, H, J, K, L, M. P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Das sind, lieber Günther, Konsonanten. Ja? Und wir haben heute Mittag mal drüber nachgedacht, was ist eigentlich, wenn zum Beispiel so ein Konsonant nur fehlen würde. Dann wird es schon schwierig. Das B zum Beispiel, ja? Dann wäre ich Stefan Raah. Ja? Oder Sie würden zu Hause nur noch umsen. Zum Beispiel. Was auch immer. So, jetzt aber Günther. Ne? Nochmal genau hingucken. Das sind unsere Konsonanten. Und ihr seid? Vokale. Genau. Und wenn man beim Glücksrad, ja, einen Konsonanten haben will, muss man was machen? Drehen. Genau. Und wenn man einen Vokal haben will, den kann man nur? Kaufen. Genau. Und was seid ihr? Vokale. Genau. So, und jetzt Moment. Lassen Sie mich noch mal ausführlich erklären. Es ist relativ kompliziert. Ich habe mich auch erst gestern und heute mit dem Glücksrad-Regelwerk beschäftigt. So, und jetzt ist also Günther mittlerweile, weiß er auch, dass also ein W auch nicht zu den Vokalen zählt, sondern ein Konsonant ist. So, und jetzt ist Günther wieder dran. Und was macht er jetzt? Er dreht. Und dann? Was setzt du ein? 300. Da setze ich ein. Ich löse. Günther, du kannst jetzt noch nicht lösen. Du musst erst einen Konsonanten wählen. Darüber klärt ihn dann Frederik Meissner auf. Ja? Und schauen Sie bitte, was dann passiert. Sag mir doch noch einen Konsonanten, dann schreiben wir ihn gut und dann kannst du lösen.
Wäre schade um die 300 Mark. Ja, jetzt überlegt er, ja? Also Frederik Meiser, bitte sagen Sie mir noch einen Konsonanten. Günther, und dann kannst du lösen. Ja? Und man könnte sich ja vorstellen, okay, hier, der Harzer Roller ist auch ein Kanarienvogel. Könnte sich ja denken, okay, Konsonant Z wäre nicht schlecht, ja, oder K für Kanarien oder V für Vogel. Und jetzt passen Sie bitte auf, was für eine verrückte Idee Günther hat. Schnell, sonst wirst du weggehoben. Sag mal eine Konsonant. Ein U. Ein O. Oh. Die Geste, oder? Super. Ah, ein O. Ah, scheiße, wieder daneben. Ja, meine Damen und Herren, so ist das halt beim Glücksrad. Wenn Sie da hingehen, sollen Sie zumindest die Spielregeln können, ja? Und wenn Sie die schon nicht können, dann sollten Sie zumindest eine lustige Stimme haben wie dieser junge Mann hier. Ein C wie Cäsar. Ja, oder? Ja. Sehr komplizierte Geschichte. Aber jetzt wissen Sie alle, wie das Glücksrad passiert, funktioniert. Und wenn Sie schon keine lustige Stimme haben, dann sollten Sie wenigstens die angemessenen Klamotten tragen, wie diese junge Frau hier. Passen Sie mal auf. Herrlich! Wunderbar, oder? Ja. Meine Damen und Herren, ja, ich bedanke mich, dass ihr gekommen seid. Das sind die Cheerleader, meine Damen und Herren, von Düsseldorf-Rheinfeier. Riesenapplaus für die Cheerleader von Düsseldorf-Rheinfeier, die für uns das komplette Alphabet hier reingetragen haben. Aber da habe ich noch, ich habe noch was. Wir hatten es kurz gezeigt, schon mal bei uns, aber es war, glaube ich, nicht auffällig genug. Es gab ein tolles Quiz bei Jeder gegen Jeden, wurde zum Thema Cheerleader eine sehr, sehr schwierige Frage gestellt. Schauen Sie noch mal hier, meine Damen und Herren. Kategorie Tanzen. Welchen französischen Namen tragen die knäuelartigen Quasten, die zur Grundausstattung jedes Cheerleaders gehören? Tampons. Richtig. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank, die Cheerleader von Düsseldorf-Rheinfeier. Die Cheerleader, meine Damen und Herren, das ist auf Rheinfeier. Puh, das war eine Riesenaktion, oder? Jetzt möchte ich aber bitte, dass keiner von Ihnen morgen zur Arbeit oder in die Schule kommt und nicht weiß, das A ist ein Konsonant. Ein Vokal, ja. Okay. Meine Damen und Herren, jetzt muss ich Ihnen noch mal das ans Herz legen, was nächste Woche hier alle Rekorde schlagen wird. Sie wissen, ich boxe nächste Woche gegen Regina Halmich und es ist wirklich kein Spaß, es ist absoluter Ernst, es ist ein sportliches Experiment und hier nochmal unser offizieller Kampftrailer für Sie, damit Sie wissen, es ist ernst. Meine Damen und Herren, oh, wir müssen so ein bisschen beeilen. Ich habe eben ja wieder die ganzen Kurse, das hat vielleicht lang gedauert. Wir machen ein bisschen Werbung und nach der Werbung sehen Sie bei uns Tia Career, Martin Schneider und. Also bleiben Sie dran, bis gleich nach der Werbung. Ja, meine Damen und Herren, Sie wissen, ich bin mittlerweile, also nicht konditionell vorbereitet, aber ich bereite mich so langsam vor. Und ich habe schon viele Stimmen gehört, also von Fachleuten, die sagen, du hast keine Chance, du wirst irgendwie das Ende des Kampfes nicht erleben. Und ich bin mir da aber nicht so sicher. Und wenn Sie auch eine Meinung haben, meine Damen und Herren, dann haben wir für Sie eine Telefonhotline eingerichtet, eine Telefonnummer. Sie können anrufen, gewinne ich gegen Regina Halmich, gewinne ich oder gewinnt Regina Halmich, ja, unter der Nummer 01379 700 700.
1, wenn sie meinen Regina Halmich gewinnt. Und Stefan Raab, wenn sie meinen Stefan Raab gewinnt, dann 013-79-700-702. Da kostet sie einen Anruf 96 Pfennig. Aber Sie können, wenn Sie da anrufen, einen sensationellen Preis gewinnen. Nämlich fliegen Sie mit einem Mitreisenden Ihrer Wahl zum nächsten Weltmeisterschaftskampf von Lennox Lewis nach Südafrika. Und ich glaube, im Werte von 20.000 Mark. Und wenn es nur 15.000 sind, kriegen Sie von uns 5.000 Mark Trinkgeld. Da können Sie sich da unten in Lennox Lewis, weiß ich, auf T-Shirt malen lassen. So, und wenn Sie sagen, ja, gut, ich will aber gar keinen Preis gewinnen, sondern nur so abstimmen, dann können Sie das unter www.tvtotal.de. Da können Sie auch sagen, wer gewinnt, Stefan Raab oder Regina Halmich. Und da finden Sie auch nochmal die Telefonnummer, wenn Sie sagen, ich will vielleicht doch einen Preis gewinnen. So, und dann werde ich Sie hier informieren, wie der aktuelle Stand ist in den nächsten Tagen. So, meine Damen und Herren, jetzt ist es endlich soweit. Sie ist sehr erfolgreich bei ProSieben mit einer Serie, die jeden Sonntag um 16.05 Uhr kommt. Relic Hunter, sie ist ein Weltstar, die hat bei Wayne's World gespielt mit Arnold Schwarzenegger und mit allen, die es sonst noch geht. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen aus Hawaii, Tia Correa! Show. Thank you. The wonderful, the one and only wonderful, often copied, but never Tia Correa. Tia, it's Correa, to... by the way. What? It's Correa. It's Correa. Otherwise, I have to kick your ass. You have to kick my ass? Okay. You like that? I see that. You like when girls. I concentrated for the audience. You know, some of the people don't understand. He has not Correa, sondern Correa. Yeah. Sonst. Was steckst du mir in den Arsch? You kick my ass. Also sie tritt nicht in den Arsch. Ja. So, was wollte ich sagen? Also you come from originally from Hawaii? Yes, born and raised in Hawaii. Yeah, so you know all the Hawaiian songs. You know, I'm a my favorite instrument is a ukulele, and this is the ukulele. Yeah. Yes. Das ist ein hawaiianisches Instrument, a Polynesian Excellent. Instrument. Yes, and we have you know the song Es gibt kein Bier auf Hawaii. From Paul Kuhn. Hawaii. Hawaii, okay. Paul Kuhn, you know Paul Kuhn? Paul Kuhn. Yeah, the drunk man on the piano. Is the beer on Hawaii. Ah, yeah. It's like tiny bubbles, like Don Ho or something. Like who? Don Ho? Don Ho, I don't know. Tiny bubbles. Yeah, 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 like that. Yeah, the song goes like, Es gibt kein Bier auf Hawaii, es gibt kein Bier. Drum fahr ich nicht. There's Stop. A dance. Stop. There's a dance that goes to that. You want to dance? There's can a you do, dance that can goes you, can with you that. Do original hula? Yeah, like okay. I noticed you keep a hula dancer yeah. here. But does yeah, she dance? Yes, here, yes. Yes. Yeah. Okay, you but dance. There's you a dance? Dance that goes with that song. Okay. It's sort of like. Sie tanzt? Well, you have to. The hands and the hips tell the story. Okay, so. Die Hände und die Hüften erzählen die Geschichte. Yeah. Wer kennt das nicht von uns Männern? Jetzt, ja, okay. What did he say? Okay. I just said you're right. Okay. Yeah. And okay, let me play the song. Okay. Klatschen Sie bitte nicht mit. Achten Sie bitte auf die wunderbare Performance. I sing the whole song with English words. Okay. Okay? Yes. Yeah, so I understand. Okay. So I can tell the story. Okay. Okay. There is no beer on Hawaii. There is no beer. That's why I don't go there. That's why I stay here. There is no beer on Hawaii, no place to chill. And even hula hula makes me horribly ill. Tia Correa! So let's do something here. Okay, let's... What is that? I'll tell you later. You're very successful, sehr erfolgreich
in Germany with the series Relic Hunter. Relic Hunter, Relic Hunter, yes. Immer 16.05 Uhr, sonntags auf ProSieben. Und da machst du auch Kampfanlagen. You do fighting action in the movie. Yes, I mean, you're doing this boxing thing, which yes. is very difficult because it's a very, you have to be exactly like this. And yeah. I think you should make it full contact. Full contact blood boxen. Sport, you know? Don't you want to see blood? Ach, ich soll sie treten. I should kick elbows, her. Elbows, yeah, elbows. Elbows, yes. But she's a very small woman. Oh, like you're afraid of hurting her. That's yeah, nice. Yes, I'm afraid. Yeah, ich habe Angst, sie zu verletzen. But let's take a look at Relic, at a scene of Relic Hunter where you fight. Let's see that. Can you show me something? What Hurry! Is what is this? This is... What exactly am I supposed to do with this? Yeah, das ist hier, das trage ich beim Kampf nächsten Donnerstag. Ah! Yeah. That's for women. For you know? Women, okay. Show me something. We don't have much time left. Okay. How to hit the ball. Well, okay. See, what you I think about this, sie hat this das, thing. Yeah, she hat das gelernt. You trained that all the time. She's not going to come at you with just her head. Okay. She's got two arms that are coming at you. I didn't realize and that. She got two arms? Yeah, she's got two arms. Yeah, zwei Arme, meine Damen und Herren. This yeah. does this. Okay, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den Kampf nicht mitgemacht. Die hat zwei Arme. Warum sagt mir das keiner? She got two arms. Good, yeah. That's it. For me. That's it. Be careful. Okay. What do I have to do? She comes at you with her left arm a lot. Yeah. She leads with her left. So what I would do is hit me with your left. Wait. Okay. Right, okay. Right here. Okay. With your left. Okay. Boom. Okay. And then boom. Okay. You know, I understand. Okay. If you block her with your right and then here with the left, or you can kick her. And yeah, I kick her. I kick her ass. Okay. Okay. Thank you for coming, giving me tips. We don't have much time left. Here, thank you for coming to the show. Relic Hunter every Sunday on Pro7, jeden Sonntag auf Pro7. Vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Machen wir dann morgen bei TV Total. Wen haben wir morgen? Ja, alle. Martin Schneider, habe ich Ihnen heute gesagt, kann leider nicht mehr kommen, weil es schon zu spät. So, wir sind weg. Bis morgen. Da haben wir Arnold Schwarzenegger und wie heißt der andere? Alles. Morgen bei TV Total. Tschüss. Tia Career. Keine Zeit mehr.